Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück zu ET Build, meine lieben Freunde. Ja, kam jetzt lange nichts, tut mir leid. Das hatte damit zu tun, dass einmal Lieferschwierigkeiten da waren. Das heißt, dass ein Monat lang gar nichts geliefert wurde und dann wurde eine übersprungen und die andere hat noch gefehlt und das war dann so ein bisschen hin und her. Danach bin ich auch ganz ehrlich, habe ich es ein bisschen vergessen und auch schleifen lassen. Ja, jetzt fangen wir aber definitiv wieder damit an, meine lieben Freunde. Aber wenn ihr auch Bock habt auf so einen coolen ET oder auf ein Optimus Prime oder Iron Man oder aus der Star Wars Saga, den R2-D2, wollt ihr ganz gerne zu Hause als Figur haben und habt vielleicht sogar noch Bock, es selber zu bauen, dann empfiehlt sich auf jeden Fall Fanhome. Schaut auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr einen Link und auch einen Rabattcode, den ihr benutzen könnt, um bei Fanhome zu bestellen, meine lieben Freunde. Ich selber habe auch zwei Produkte von Fanhome, und zwar einmal den ET, den kenne ich halt aus meiner Kindheit, war ein geiler Film damals, war einfach legendär. Und ich baue auch den Iron Man auf. Dort gibt es auch eine kleine YouTube-Reihe bei mir auf dem Kanal. Die wird bald weitergeführt. Den Iron Man habe ich hier rechts von mir liegen und von euch aus gesehen links. Und ja, da ist auch schon einiges passiert. Da kann ich ja mal so zeigen, wir sind jetzt gerade mit dem Po vom Iron Man dran. Der liegt auf jeden Fall hier. Die Beine und so habe ich schon soweit fertig. Komplett aus Metall, also nicht komplett, hier ist auch Plastik mit bei, aber richtig cool. Ich habe das bei beiden Sachen das Premium-Abo abgeschlossen, das heißt, ich bekomme noch so einen Untersetzer mit dabei und so, den man dann irgendwo hinstellen kann, der dann auch noch leuchtet und so ein paar Gimmicks, ich sag mal, wie zum Beispiel hier das Notizbuch jetzt von ET oder bei Iron Man gab es einen Iron Man Bluetooth-Helm dabei und sowas alles. Und das gleiche gibt es natürlich bei ET auch, das Notizbuch und ein riesengroßes Cinematic-Poster war mit dabei. Aber meine lieben Freunde, jetzt haben wir lang genug geschnackt. Ich würde mal sagen, wir fangen an. Aber in den nächsten Videos, da ich ja natürlich ein bisschen hinterherhänge, machen wir jetzt immer 3 Hefte. In dieser Folge werdet ihr sehen Heft 5, Heft 6 und Heft 7, meine lieben Freunde. Bei den ET geht es jetzt schon mittlerweile richtig in Technik mit Motor und Kabel und Zahnräder und hier auch noch mehr Zahnräder und hier ist ein Stück Plastik. das wird ein bisschen komplexer als der Iron Man. Das heißt, hier wird viel mit Elektrik zusammengearbeitet, weil zum Beispiel hier, das haben wir ja schon mal fertig, die Augen sind nachher komplett beweglich und er hat auch Bewegungssensoren, wenn man dran vorbeiläuft. Er hat zum Beispiel hier so einen Finger, der kann auch natürlich rot leuchten wie im Film und der kann einige Dinge machen, der gute ET, meine lieben Freunde. Aber was er alles kann, schaut auf jeden Fall mal in den anderen Folgen vorbei, wenn es euch interessiert. Dort bekommt ihr weitere Infos zum ET, meine lieben Freunde. Wie gesagt, in der heutigen Folge 5, 6 und 7. Wir haben einiges vor uns. Ich hänge echt krass hinterher. Und zwar sind wir schon mittlerweile bei Ausgabe, das war das Poster, bei Ausgabe 20. Das heißt, es kommt einiges, deswegen verpacke ich das in 3 in ein Video. Und ja, hoffe, ihr versteht das ganze Dilemma. Aber ich denke, das ist auch angenehmer zu schauen für euch und für die Zuschauer, meine lieben Freunde. Gut, dann würde ich mal sagen, wechseln wir die Szene und fangen an, unseren ET aufzubauen, damit er endlich nach Hause kann. In dem Sinne, bis gleich. So, meine lieben Freunde, dann sind wir damit jetzt auch mal am Stissel. Ich habe das hier alles hier schon mal an der Seite ordentlich hingelegt. In dieser Folge verbauen wir auf jeden Fall einen Motor und Zahnräder hier in das Ding rein. Und ja, schauen wir doch mal, was jetzt hier angeht. So, wir sollen auf jeden Fall hier so eine kleine Stange hier rein. So, das haben wir. Dann sollen wir hier die hier da rein. Dann kommt die nächste Stange. Und die muss hier rein. So. Ach, mein Gott. So. Sorry, ich war jetzt gerade aus dem Bild. Hier, die Stange muss da rein.
Und da auch eine Stange rein und dann hier das Ding da mit bei. So, jetzt haben wir hier da die nächste Stange und jetzt müssen wir die hier so da reindrücken, damit die hier wohl, ja, damit das hier läuft, meine lieben Freunde. So. Jetzt kommt der auch schon, der Motor, mein Gott, da geht aber ratzfatz hier heute. Zack. Einfach hier drauf. Ne, warte mal, muss das? Ne, das muss so nach unten. Warte mal. Also erstmal muss ich mal das Kabel hier entwirren. Weil ich sehe jetzt hier gerade, erstens muss das so nach unten. Zweitens muss das Kabel hier durch. So. Jetzt ziehen wir das da mal rein. Zack. Jo, läuft. Ist alles schön miteinander verbunden. Das war's schon? Oh, ja, Gott sei Dank habe ich die andere Hälfte schon vorbereitet, ne? War das echt schon alles? Es war alles. Ja, moin. Okay, legen wir das erstmal hier nach hinten zur Seite und gucken, was jetzt in Ausgabe 6 auf uns wartet. Ich habe die hier alle schon mal schön vorbereitet, ausgepackt, damit wir direkt starten können, ne? Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Die sind normalerweise alle noch wunderschön eingepackt. Hier in dieser Folge haben wir auch sogar ein bisschen japanisches Fett mit dabei, was wir hier wahrscheinlich irgendwie noch mit reinbauen müssen. Oh, ich sehe gerade, wir brauchen das Teil aus der aus 5. Das brauchen wir hier wieder. Da kommt auch schon wieder hier eine neue Stange da rein. Und zwar hier, neben dem weißen Rädchen. Und da kommt dann auch gleich schon wieder eine wunderschöne, ein wunderschönes Zahnrad mit rein. Und dann wollen die hier noch ein Zahnrad. Oha, guck mal. Wenn der Motor, glaube ich, mal läuft, dann bewegt sich das alles hier. Ja, leck mir um Zuckerli, du. So, jetzt wollen die aber, dass wir mit dem japanischen Fett hier einmal was am Motor da dran machen und an dieser kleinen Stelle dran machen. Ich habe eine Schere geholt. Von meinen Kindern. Und jetzt mache ich einfach mal hier an der Seite ganz kleines Stückchen aufschneiden. Ja, dass das nur so ein ganz, ganz kleines Öffnung gibt, weil ich glaube nicht, dass da viel drauf muss. So, und jetzt soll ich etwas hier... Ah, guck mal. Oh, da kommt aber gut raus, du. Das ist japanisches Fett. Nicht schlecht. So, und hier. Es stellt sich halt nur die Frage, warum nur an diesen beiden Stellen? Wenn ihr das wisst, meine lieben Freunde, schreibt es in die Kommentare, ne? So, jetzt würde ich hier nochmal ein bisschen... So. Ich lege da mal zur Seite. Vielleicht brauchen wir da nachher noch mehr von. Ich würde da jetzt auch einfach mal irgendwie versuchen, jetzt hier mal dran zu drehen. Damit sich das so ein bisschen verteilt. So, wisst ihr, was ich meine? So. Hier hat sich das jetzt nicht so gut verteilt, aber müssen wir nachher mal gucken. So. Das haben wir auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Teil. Ach so, dafür ist diese Klappe hier. Die wird jetzt da drauf geschraubt. Muss ich nur mal eben gucken, wie rum die denn muss. So, ne? Ja, so muss die drum. So, jetzt haben wir die dabei. Und jetzt soll man das mit den Schrauben, die mitgeliefert wurden, die hier... einfach unten verschrauben. Dann machen wir das doch mal. Gott sei Dank war im Lieferumfang ein Schraubenzieher enthalten. Damit haben wir schon mal alles da. So. Ein paar mehr Schrauben auch mitgeliefert. Wir brauchen nur 3. Aber geliefert wurden 5. Das ist doch schon mal schön, falls man mal eine Schraube verliert. Ne? So, ich habe mal eben hier die Schrauben in das Fächlein reingeballert. Und jetzt drehen wir zu. Ach Leute, ich freue mich schon, wenn der aufgebaut ist. Das wird bestimmt legendär. Da kann ich ja nur
Das kann ja nur geil werden mit Bewegungssensoren und sowas alles, ne? Also. Oh, hier steht auch gerade in das andere Heft, um das gleich zu testen, muss ich das Batteriefach aus Heft 3 benutzen. Das habe ich Gott sei Dank auch hier links neben mir liegen. So, damit haben wir das Ganze schon schön verschraubt, meine lieben Freunde. Passt, wackelt, hat Luft. Und jetzt haben wir aber noch dieses kleine Gerät hier, was noch hier drauf muss. Und zwar so. Oh, warte mal, da ist aber hier was nicht richtig verschraubt. Einen Moment mal eben. Da ging nämlich gerade die Box auch wieder hoch. Ah, ich hatte gar nicht richtig zugedreht. Das ist jetzt das Ding wieder abgeknallt. Aber das muss ja richtig zusitzen, vor allen Dingen, weil ja auch hier mit Mono gearbeitet wird, ne, damit das Ganze auch schön straff bleibt. So. Ah, damit dreht er sich. Dann hören wir auch den Motor, das ist auch schon mal gut. So, aber jetzt wollen die, dass wir den hier reinbauen. Ah, dafür sind die zwei Schrauben doch nicht extra mitgekommen. So, das ist hier der gute Kopf. Und da wollen die jetzt, dass man den hier so reinklemmt, damit der... Warte mal. So. Man muss das so. Warte mal. Deswegen haben die das auch wahrscheinlich hier gerade gemacht. So muss das. Und dann hier unten rein. Zack. Ah, da ist dieser silberne Pronörpel oder was, wie man das auch immer nennt, ist jetzt hier in das Weiße. Und der ist wahrscheinlich nachher dafür da, um die Augen zu bewegen. Zumindest hoffe ich das. Zumindest hoffe ich das. So. Jetzt muss ich auch mal eben gucken. Genau. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank hier noch die zwei Schrauben dabei gehabt. Warte mal, ich glaube, ich mache hier gerade was falsch. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte die Box falsch rum rein. Aber hab ich nicht. So, jetzt hauen wir noch die zwei mitgelieferten Schrauben hier rein. So, um das jetzt zu testen, ob das funktioniert, soll ich die Box hier nehmen und dann hier reinmachen. Schwarz zu schwarz, rot zu rot, okay. So. Das ist rot, ja. Jo, so ist drin. Ich hole mal ganz kurz zwei Batterien. So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Hab jetzt mal eben zwei Batterien geholt und tu die jetzt hier mal rein, um zu gucken, ob das klappt. So, die habe ich drin. So. So. Die Augen bewegen sich. Das hat schon mal geklappt. Wunderbar.
So, das funktioniert also. Gut, 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 gut. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Das ist schon irgendwie interessant. Aber wir haben noch Heft Nummer 7, weil hiermit sind wir auch schon durch, meine lieben Freunde. Die Augen bewegen sich, das klappt wunderbar. 7. Hier erwartet uns nur eine kleine Box mit ein paar Schrauben. Und dazu, ich ziehe das mir mal wieder ab, das funktioniert ja, brauchen wir hier wieder unser wunderschönen Köpfchen. Und da soll jetzt das Ding hier drauf. Und das muss einfach nur hier so drauf. Seht ihr das? Ja, alles klar. So, das muss jetzt hier so drauf. Und dann wird das mit 4 Schrauben verbunden. Und hier sind 4 Schrauben nur drin. Oh, bei Iron Man haben sie immer mehr Schrauben reingepackt, falls mal eine Schraube wegfällt. Aber ich muss dazu sagen, bei den Iron Man Modellen sind die Schrauben auch wesentlich kleiner. Also richtig klein. So. Jetzt packen wir das Ganze hier mal rein. Und dann drehen wir zu. So. So, 4 Schrauben. Letzte. Mein Gott. Da brauchen wir, glaube ich, mal langsam einen besseren Schraubenzieher. Der ist ja irgendwie... Wahrscheinlich, weil er so klein ist. Mehr war auch in dem Heft nicht drin. Jo. Das war's auch schon, meine lieben Freunde. Das war's auch schon. Jo. Das war's schon. Das war voll Heft 5, 6 und 7, meine lieben Freunde. Die Augen bewegen sich jetzt. Das ist ja schon mal geil. Wir haben aber auch ja schon die Maske. Ich bin mal nachher gespannt, wie das ausschaut. Mit der Maske und die Augen und alles. Ich bin gespannt. Die Finger haben wir ja auch schon. So, meine lieben Freunde, dann ja, schalten wir mal um. Ein paar abschließende Worte. So, meine lieben Freunde, ja, was sind meine Worte zu diesen 3 Ausgaben? Ja, also einen coolen Motor schon mal zu verbauen, da freue ich mich, habe ich mich echt drauf gefreut. Auch, dass die Augen sich bewegen und so, war schon echt cool. Das Aufbauen so an sich macht mir allgemein eigentlich immer Spaß, egal ob es kleine Aufgaben sind oder auch mal größere Aufgaben. Da habe ich jetzt nicht so, sag ich mal, dass, ja, mir macht es Spaß, sage ich mal so, wie es ist. Ja, mit dem Fett hier, das war auch schon eine schön interessante Sache. Ich habe jetzt allein im Modellbau jetzt noch nicht so allzu viel mit Elektrik oder so zu tun gehabt. Ich habe sonst eigentlich immer so die Standarddinger aufgebaut, wie den Iron Man, wo halt keine Elektrik oder sonst was verbaut ist. Ja, hier ist ein bisschen Elektrik verbaut, so eine Lampe, aber das war jetzt nicht die Welt. Da war auch einfach nur Kabel anstecken, Batterie rein und so, das war es so, ne? Hier geht es jetzt schon ein bisschen mit Zahnräder und so zustande, finde ich sehr, sehr cool, macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich bin eh ein Nerd, ein Geek, sage ich jetzt mal, und Modellbau macht mir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich bin ja auch im Warhammer-Bereich tätig, malen, bauen, basteln und sowas alles, und dieser IT, der ist halt, für mich war das damals dieser erste Nerd-Film, den ich so mitgesehen habe, damals mit Gremlins 1 und 2, ne? Also, mir macht das immer sehr, sehr viel Spaß, bin ich ganz ehrlich, und finde das auch dann immer cool, so kleine Dinger aus der Kindheit jetzt in der heutigen Zeit, im älteren Zeitpunkt nochmal zu erleben oder nochmal aufzubauen und nicht irgendwelche Remakes oder sonst irgendetwas, sondern das Originale.
ich weiß ja nicht, so, ich bin nicht so der große Remake-Fan, wenn ich zum Beispiel mal an Robocop den Remake denke, da, boah, da kriege ich das Kotzen, ohne Scheiße. Transformers allerdings hingegen war cool, also die an die Anime-Serie oder Trickserie kommt man eh nicht ran, das war damals legendär, aber die Filme sind schon cool, ne? Batman, ja, Gott sei Dank kein Remake, sondern eine Neuverfilmung hier mit Dark Knight und so, fand ich schon ganz cool, ja. Wie komme ich jetzt auf da auf dieses Thema? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, meine lieben Freunde, schaut auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu Fanhome. Dort findet ihr auch einen Code zu Fanhome. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch entscheiden solltet, dort was zu holen, dass ihr vielleicht mich dabei unterstützt. Dort gibt es eine ganz, ganz große Palette von Dingen. Da gibt es sogar den DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Und habe ich schon am Anfang des Videos gesagt, den Optimus Prime. Also ich hätte es mir geholt, wenn sie Megatron gehabt hätten. Ich bin so mehr der Decepticon-Fan und ja, aber ich finde es halt einfach cool, wie es aufgebaut ist mit den ganzen Elektrik und so und ja, in dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen, schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei, jetzt immer jeden Mittwoch und jeden Dienstag um 16 Uhr, Entschuldigung, und ja, in dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen, schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei, ich verabschiede mich, haut rein.